Nächster Redner, Herr Abgeordneter Axel Kasecker. Steirischer Abgeordneter der FPÖ. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung. Hohes Haus, im Übrigen eine Ergänzung zum Kollegen Matznetter. Die Deutschen haben im Gegensatz zu uns ihr ordentliches Budget für 2020 schon im Oktober 19 beschlossen. Und all das, was sie jetzt machen, ist State of the Art. Selbstverständlich Nachtragsbudgets auf Grundlage entsprechender Lageänderungen, so wie man es macht. Also bevor jetzt... jetzt können wir darüber diskutieren. Faktum ist, dass wir nach wie vor kein Budget haben. Und das, was wir heute diskutieren, beziehungsweise die ganze letzte Woche 180 Abgeordnete diskutieren mussten, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch schon eine bestimmte Zeit, 7 Jahre im Parlament, sowas ist mir noch nicht passiert, in einer Dimension der Sinnlosigkeit, wie das, was wir gemacht haben, jetzt die letzte Woche und auch diese Woche machen werden, ein Budget beschließen, von dem Sie selbst sagen, das habe ich bereits in den Mistkübel geschmissen, von dem auch Ministerkollegen sagen, wir reden über Zahlen aus dem Februar, die Zahlen sind falsch, das wissen wir, aber wir sagen euch keine aktuellen Zahlen. Selbstverständlich gibt es die aktuellen Zahlen. Wir können uns erinnern, im Budgetausschuss, sie werden einfach nicht mitgeteilt und nicht dem Parlament gesagt. Und das ist schon eine Missachtung des Parlaments im Übrigen, meines Erachtens des Pudels Kern an der ganzen Geschichte, sind ja die 28 Milliarden Ermächtigung, die man im Bundesfinanzrahmengesetz sich genehmigen hat lassen. Die Freiheitlichen haben dagegen gestimmt, weil wir uns das zu wenig war, Information, was damit passiert. Und des Pudels Kerns ist die COFAG mit 15 Milliarden. Also wir reden im Budget, Detailpositionen runtergebrochen, teilweise bis 100.000 Euro, was auch gut so ist. Das wird diskutiert. Selbstverständlich ist es so, dass dann letztlich die Mehrheit entscheidet. Das ist auch gut so. Aber es ist im Rahmen des parlamentarischen Prozesses, wird da von den Nationalratsabgeordneten aller Fraktionen sich sehr viel Mühe gegeben und die einzelnen Positionen nach Sinnhaftigkeit oder nicht durchdiskutiert. Wie gesagt, das geht runter bis auf 100.000 Euro teilweise. Und jetzt haben wir 15 Milliarden zur freien Vergabe in die COFAG. 15 Milliarden, 15.000 Millionen. Das ist ein bisschen mehr als die 300 Millionen, von denen wir heute reden, die frisches Geschäft des ehemaligen Infrastrukturminister Norbert Hofer. Mir ist neu, dass das frisches Geld ist. Also das sind Programme, die längst unter seiner Ministerschaft schon angegangen wurden, in größerem Ausmaß, Städte-Milliarde etc. Also wir reden von 15.000 Millionen. COFAG. Eine Gesellschaft mit 2 Vorständen, einem Schwarzen, einem Grünen, die vergeben teilweise, was heißt teilweise nach der Geschäftsordnung, bis 10 Millionen im Einzelauftrag. Und jetzt sagen sie, ja, da gibt es die Berichte, die detaillierten, da schaue ich mir dann an, den Detaillierungsgrad. Also wenn der so detailliert ist wie die Berichte zum Thema Kurzarbeit, nämlich eine Zeile, 10.000 Unternehmen haben das beantragt, dann würde ich sagen, ist das nicht der Detaillierungsgrad, den wir gerne hätten. Und das ist unsere Befürchtung. Und ich glaube, dass die Befürchtung durchaus zu Recht besteht. Und kommen Sie mir jetzt nicht bitte mit dem Aufsichtsrat und dem Rechnungshof und dem Beirat. Der Beirat, der überhaupt keine Kompetenzen hat, der besetzt ist nach guter alter Tradition. Da sitzen mehr Kämmerer drinnen als Oppositionsabgeordnete, nämlich 5 von den Kammern und 3 gestehen sie der Opposition zu. Und das Absurde darin ist, der Kollege Scherak lächelt schon, das Absurde daran ist, ein suspensives Vetorecht, also so à la Bundesrat, man kann was verschieben, allerdings nur, wenn 4 Beiratsmitglieder das beantragen. Meinen Sie das ernst? Dass das eine Alternative ist, deswegen lehnen wir das völlig ab. Ganz wichtig ist jetzt, und da wird die Nagelprobe am Donnerstag kommen, der COFAG und der Ausschuss des Parlaments. Na, die Junktimierung ist eben nicht in Ordnung, Herr Kollege Röginger. Natürlich junktimieren Sie das, weil Sie das eine Ausrede haben wollen, den Unterausschuss nicht zu machen. Ich sage Ihnen eins, wenn das ohne, wenn wir sind nicht bereit, und zwar absolut nicht bereit, 15 Milliarden Euro im Rahmen der COFAG ohne parlamentarische Kontrolle vergeben zu lassen. Und wen
betrifft. Und die KOFAG ist gemacht für größere Unternehmen. Ne? Also die werden wahrscheinlich nicht zurückgelassen werden. Also nicht mit uns. Das ist das Mindeste, was da eingerichtet werden muss. Und das ist für Sie die Nagelprobe, ob Sie das wirklich ernst meinen. Und dann können wir weiterreden im Unterausschuss KOFAG. Das parlamentarisch nicht beschränkt durch irgendwelche Verweise auf Bankgeheimnisse etc., sondern parlamentarisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber jeder Abgeordnete sollte da Zugang haben zu ausreichender Information. Und ich bin schon sehr gespannt auf den Donnerstag, was da passieren wird. Das ist ja auf der Tagesordnung im Geschäftsordnungsausschuss. Vielen Dank. Das war Axel Kassecker von der FPÖ.